Hallo und herzlich willkommen bei Herzenspferd. Ich bin Christina und heute geht es um das Thema Leichtraben und die Do's und Don'ts. Letzte Woche gab es das Video zum Thema Do's und Don'ts beim Aussitzen. Heute geht es ums Leichtraben, denn auch das Leichtraben hat seine Berechtigung. Also es kann absolut Sinn machen, über längere Strecken leicht zu traben, gerade weil das Aussitzen schon anstrengend sein kann oder wenn man über unebenen Boden reitet oder wenn man ganz gezielt auf das Pferd einwirken will. Also es gibt zum Beispiel gerade bei Gangpferden schon Situationen, wo es absolut Sinn macht, leicht zu traben. Und deshalb geht es heute um die Do's and Don'ts dafür. Fangen wir mit den Do's an. Beim Leichtraben solltest du dir vorstellen, dass an deiner Hüfte in der Mitte ein Gummiband fest ist, das deine Hüfte nach vorne oben zieht. Denn genau diese Bewegung musst du beim Leichtraben machen. Ein häufiger Fehler ist, dass die Leute den Oberkörper nach vorne lehnen oder den Po nach hinten rausstrecken und mit der Hüfte nicht nach vorne kommen. Und so sind sie dann konstant hinter der Bewegung des Pferdes und stören es in seinem Takt. Während die Hüfte von einem Gummiband nach vorne gezogen wird, ziehen Gummibänder deine Fersen nach hinten zu den Hinterbeinen. Also stell dir vor, es ist ein Gummiband zwischen deiner Ferse und dem Hinterhuf des Pferdes. Und da kommen deine Beine und deine Fersen eben ein bisschen weiter nach hinten unten, während deine Hüfte nach vorne oben kommt. Und so stehst du auf und setzt dich dann, wenn es Zeit ist, in den Sattel wieder reinzukommen, gerade nach unten. Also du lässt dich von der Bewegung des Pferdes mit nach oben tragen, setzt dich gerade nach unten. Weil, wenn du dich nach hinten setzt, während das Pferd nach vorne läuft, also viele Reiter setzen sich nach hinten so aus dem Gedanken, ah, ich bin ja von da hinten aufgestanden, also setze ich mich auch wieder da hinten runter. Aber gleichzeitig bewegt sich das Pferd nach vorne und auch das bringt dich dann wieder so minimal hinter die Bewegung des Pferdes und stört den Takt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also deine Hüfte kommt nach vorne oben und dann setzt sie sich einfach nur gerade nach unten, weil dann bist du im richtigen Punkt. Dann ein ganz wichtiger Punkt, du musst deine Ellenbogen beugen, wenn du aufstehst. Also wenn du aufstehst, musst du den Winkel deiner Ellenbogen größer machen. Und wenn du dich hinsetzt, wieder kleiner, damit deine Hände nicht immer mit dir mit hochkommen. Die sollen ja im Verhältnis zum Pferdemaul an der gleichen Stelle stehen bleiben. Also Ellenbogen im Takt auf und zu. Ganz, ganz wichtig. Habe ich auch ganz lange falsch gemacht und immer vergessen und mich gewundert, warum mein Pferd im Trab irgendwie nicht so gut am Zügel steht. Das war der Grund. Dann ein weiteres Du, gerade bei Gangpferden, wenn dein Pferd Probleme im Takt hat, dann kann es helfen, mal auf dem falschen Fuß leicht zu traben und es sich darüber ausbalancieren zu lassen. Also, wenn du merkst, ah, mein Pferd hat irgendwie Taktprobleme, ich weiß nicht genau warum, probier das mal aus. Also, schaden kann es nicht und du siehst ja relativ direkt, ob es was bringt oder nicht. Und der falsche Fuß ist nicht immer falsch. Und das bringt mich zum nächsten Du. Wenn du im Gelände reitest, wo man ja auch gerne mal längere Strecken geradeaus trabt, dann denk daran, dass du so alle 100, 200 Meter mal umsitzt, damit du nicht immer auf dem gleichen Fuß leicht trabst und dann immer eine Seite deines Pferdes mehr belastest. Weil unsere Pferde setzen uns immer gerne auf ihren Lieblingshuf, sage ich mal. Also die haben eine Seite, auf der sie dich lieber leicht traben haben. Und die setzen dich da automatisch hin. Und wenn man da nicht aufpasst, dass man regelmäßig umsitzt, dann wird das Pferd beim Antraben dich immer auf den gleichen Fuß setzen. Achte mal darauf bei deinem Pferd. Und du wirst auch merken, wenn du umsitzt, fühlt sich das erstmal ganz komisch an und als wäre da irgendwie so ein Rucken in der Bewegung. Weil natürlich auch das Pferd sich da dann ein bisschen umstellen muss. Aber das ist ganz wichtig, damit das Pferd nicht einseitig belastet wird. Kommen wir zu den Don'ts. Ich habe es ja schon gesagt, ein häufiger Fehler ist, den Oberkörper nach vorne zu lehnen und nach hinten so einen Entenpo zu machen. Und das hängt oft damit zusammen, dass man da so sein Gleichgewicht sucht, weil, und hier kommt schon das nächste Don't, viele Reiter viel zu hoch aufstehen und dann darüber eben das Gleichgewicht verlieren. Und wenn man das so macht mit dem Gummiband, das die Hüfte nach vorne oben zieht,
neigt man auch gerne mal dazu, ein bisschen zu hoch aufzustehen. Deshalb kombiniere ich das immer mit dem Gedanken, okay, ich trabe es so leicht, als dürfte es niemand sehen. Und ich lasse mich nur von der Bewegung des Pferdes mit nach oben tragen und setze mich dann wieder rein. Also das ist so, ich sage es immer so, heimlich leicht traben. Also man trabt leicht, aber man geht eben auch nur ein bisschen aus dem Sattel raus mit dem Schwung, den das Pferd einem sowieso mitgibt und setzt sich dann wieder rein. Und dann hat man auch dieses Problem mit dem Gleichgewicht nicht und muss den Oberkörper nicht so krass nach vorne lehnen. Und der letzte Don't ist dann, sich so mit den Knien festzuhalten und die Fersen hochzuziehen. Also das ist, passiert oft in Kombination. Man klemmt sich mit den Knien fest, gerade auch, weil man zu hoch aufsteht und versucht, sein Gleichgewicht da drüber zu halten. Und dann federn die Beine nicht mehr so runter in den Bügel, sondern die Knie setzen sich fest, das Bein verkrampft sich, die Fersen kommen meistens hoch, vielleicht verliert man sogar einen Bügel. Also das ist so eine ganze Kette an Nebenwirkungen, die das dann nach sich zieht. Deshalb auf die Do's achten, das heißt Hüfte nach vorne oben mit der Bewegung mittragen lassen, nicht zu hoch aufstehen, sneaky, heimlich leicht traben. Sich gerade runter hinsetzen und sich vorstellen, dass die Fersen mit den Hinterbeinen des Pferdes verbunden sind. Und dann sollte das auch mit dem Leichttraben klappen. Und so leicht, seht ihr, ist Leichttraben gar nicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das richtige Aussitzen auch zu lernen. Ganz viele Tipps und Tricks zum Thema Sitz und Einwirkung des Sitzes und wie der Reiter sich auf dem Pferd richtig ausrichtet, gibt es auch in meinem Online-Kurs, den ich zusammen mit meiner Trainerin Lin gemacht habe. Da findest du alle Infos unten in der Infobox. Da findest du dann auch ein Inhaltsverzeichnis mit wirklich jedem einzelnen Kapitel, was in dem Kurs drin ist, damit du genau weißt, was du kriegst, wenn du das kaufst. Das haben auch schon über 300 Leute den Kurs gekauft. Ich bin wahnsinnig happy darüber. Und wir bekommen täglich super gute Rückmeldungen und sind total glücklich, dass wir schon vielen Reitern helfen konnten. Und eben gerade beim Sitz gibt es wirklich so viele kleine Punkte. Wenn man die beachtet, macht das einen Riesenunterschied. Und ich habe das natürlich an mir selbst gemerkt. Deshalb haben wir auch den Kurs zusammen gemacht, weil ich gesagt habe, das ist so der Wahnsinn. Diese kleinen Punkte und diese einfachen Sachen, wenn man die verändert, wird alles auf einmal viel leichter. Und das muss man auf jeden Fall den Menschen näher bringen. Alle Infos, wie gesagt, unten in der Infobox. Und das waren meine Do's und Don'ts zum Thema Leichttraben. Ich habe auch noch ein ganzes Video rund ums Leichttraben. Da kannst du auch gerne mal reinschauen. Es ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem noch relevant. Die Informationen ändern sich ja nicht in ein paar Jahren. Und wenn dir das Video geholfen und gefallen hat, lass mir gerne ein Like da und lass mir auch gerne ein Abo da, wenn du Lust hast auf noch mehr Tipps, Tricks und Tutorials rund ums Thema Reiten und Pferde. Tschüss!